Hallo, willkommen bei der Plattform Geruchsherr. Wo ich immer sage, welcome to my world, where it's not just my world of all the chats that I can also have a found or extreme. Hier spricht der Sandman. Heute habe ich für euch eins, das ich putzen muss. Das Samt, aus dem es gemacht ist. Das heißt Latafa Opulent Oud. Latafa Opulent Oud. Es kommt in der Verpackung aus Samt, Karton und Samt. Und das hier kommt zum Vorschein. Es ist mit vielen Gewürzen, wie Pfefferoni, wie Oud, Räucherholz, das vom Adlerholzbaum kommt, wie Tabak, wie Heliotrop, wie florale Duftakkorde, zum Beispiel Lilie oder Duftpfeilchen. Dann sind Hölzer drin enthalten, Guiakholz und Rosenholz. Und Maroni. Es ist Leder drin enthalten. Und es duftet herrlich. Und sehr maskulin. Und das nächste ist von M. Mikalev Gajak. Das ist eines der bestriechendsten Parfums in meiner Sammlung. Ich habe viele Parfums in meiner Sammlung und viele, die gut riechen, aber das ist eines, das am besten riecht. Das kommt in dem Flakon. Besetzt mit den, ich muss genau schauen, mit den Steinen rundum und um, aus Glas, mit dem M-Zeichen für M. Mikalev, und da steht M. Mikalev. Der stilistische Deckel, die Kappe, Verschlusskappe, und da ist drin enthalten Kümmel, dann Jasmin, dann Wacholderbeeren, dann Muskelsalbe oder Gary Sage, dann Buche, das Holz von der Buche, dann Palisander, Bouchure Magnifique Fantastic by Eid. Es ist Moschus drin enthalten und Feige und Birne und Traube und andere von Gott dem himmlischen Vater gegebene Ingredienzen. Es ist ein wunderbares Eau de Parfum. Das bedeutet, der Duftanteil ist zwischen 22 und 30% Duftanteil. Also ich kann euch nur ans Herz legen, Mikalev Gajak und Opulent Oud von Latafa. Danke, abonniert bitte den Kanal, teilt es mit euren Freunden und Familie. Hier könnt ihr auch Musikvideos schauen, glauben Sie, dass ihr den Heiligen Geist befragen könnt und vieles andere. Danke fürs Zuschauen, bald kommen neue Düfte rein und ihr könnt euch schon auf neue Parfumpräsentationsvideos freuen. Abonniert bitte den Kanal, wenn ihr noch nicht habt, und wenn ihr schon habt, danke für die Treue. Gebt mir bitte ein Like, danke. Ciao.